Was mir noch wichtig ist, ist Rippen. Das zeige ich Ihnen. Einfache Nummer. Bevor ich die Rippen anfange, mache ich hier, da wo das Zwerchfell ansetzt, werde ich hier die, das Zwerchfell so abkratzen, ablösen. Ich kann mal auch hier anfangen. Warum mache ich das? Weiß das einer? Pass auf. Das machen Sie, um das hier abzuziehen. Was ist das denn? Das ist die sogenannte Pflome. Der Pflomen. So, und da wir Jäger ja Naturschützer sind, machen wir Folgendes. Wir nehmen das Ding, picken das auf und dann hängen wir das dahin. So, und dann wird sich die ganze Vogelwelt freuen, weil die fressen das Ding komplett auf. Ne, weil die meisten Leute, die meinen ja, wenn sie Körner rausbringen, würden sie was Gutes tun. Wenn sie Vögel im Winter fördern wollen, dann müssen sie Fett denen zur Verfügung stellen. Was glauben Sie, wie lange das dauert, bis die das weg haben? Ruckzuck. Da kommt alles. Amsel, Meise, Buchfink, alles. Rippen, da gibt es unterschiedlichste Techniken. Wenn Sie nur mit dem Messer arbeiten, dann wird die Rippe geritzt. Ne? Im Grunde genommen, beide Seiten, ne? Immer bei der Rippe ritzen. Links, rechts. Wenn Sie ritzen, dann gucken, dass Sie das Fleisch nicht durchschneiden. Ne? Der Metzger, der nimmt da in der Regel, ich weiß nicht, ob das einer von Ihnen kennt, der nimmt so einen Draht. Ne, haben Sie schon mal gesehen? Im Grunde genommen ein feiner Draht, den steckt der drunter, hält drauf und zieht immer die Rippe los. Wir können, sagen wir mal, mit dem Messer arbeiten. Sie ritzen jede Rippe und gehen Sie mit der Klinge drunter, ne, und schneiden einfach unterhalb der Rippe die Rippe vom Fleisch ab. Das machen Sie bei jeder Rippe. Ne, ist auch gar nicht so schwierig. Ne, immer schön Messerklinge Richtung Rippe führen. Andere Seite das gleiche. Was heißt andere Seite? Nächste Rippe das gleiche. Auch hier los. Hier los und hier los. Sie sehen schon, wie die Rippen hier los sind. Sehen Sie? Ich fange mal hier vorne an. Das hier vorne kann ich sowieso abschneiden, weil hier Lymphknoten drin sind. Deswegen machen wir es mal von der Seite. Ne, schön die Rippen hier ablösen. Hier das gleiche. So, dann kann man die hier abtrennen. Geht alles mit dem Messer. Sehen Sie? Die Rippen raus, kommen weg. So, und das hier, da können Sie jetzt auch kreativ sein. Ne, was können Sie daraus machen? Rouladen oder Rollbraten. Auch wieder schön mit Bärlauch bestreichen. Von mir aus Spreewälder Gewürzgurken rein oder sonst was. Ne? Und dann können Sie das Ding hier schön rollen. Und dann haben Sie einen Rollbraten. Geil. Wenn einer sagt, das ist zu schlimm, mit anderen zu teilen. Ich mache direkt Rouladen, können Sie das auch machen. Ne? Zack, zack, zack. Wobei von der Faser hätte ich jetzt anders geschnitten. Aber können Sie auch machen. Ne? Sie können hier eine Roulade draus machen. Ne? Ne? Hier eine. Dann brauchen Sie eben nicht teilen. Kriegt jeder seine Roulade. Sie nehmen sich die größte. Und dann ist das gut. Zack. Ne? Ja, das hier wäre direkt meine. So, warum sage ich Ihnen das? Also ich sag mal, ganz viele Leute sehen ja in den Rippen, in den Wänden jetzt nichts Hochwertiges. Ne? Also viele sagen ja immer Keulenrücken. Ja, warum denn?
Also im Grunde genommen können Sie fast alles von einem Stück verwenden. Ich sag ja, sogar der Kopf kann verwendet werden. Also wer Schweinskopfsülze machen möchte, so einen Kopf vom Stück Schwarzwild, kann man dazu verwenden. Gut, das dazu.